Bereit für die Höhlen? Fast. Aber bevor wir reingehen... Erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze? Ist Speerspitze immer noch da unten? Ja, ist er. Es sei denn, er hat uns einen Gefallen getan und ist verreckt. Er könnte jeden Moment hier sein. Wie geht der Reim? Speerspitze ist ein tiefer Schläfer. Weckst du ihn, dann schläfst du tiefer. Na los. Ah, Hilfe! Hilfe! Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Wir tun, was du willst. Lass uns nachsehen. Sicherheitshalber. Wesemir hat recht, weißt du? Du stocherst wirklich in fast jedem Wespennest rum. Na schön, gehen wir. Hey, kleiner Mann. Keine Angst, du bist in Sicherheit. Na schön, du hast recht gehabt. So, so. Was sagt man dazu? Darüber können wir später reden. Erst kümmern wir uns um die Neblinge. Tanzen. Das gedacht. Das wirst du mir noch öfter vorhalten, oder? Klar. Soll doch jeder wissen, dass der berühmte Geralt von Riva wie ein kleines Kind gefoppt wurde. Wir könnten Rittersporn bitten, eine Ballade darüber zu schreiben. Wie wär's? Rittersporn sollte besser über Lambert, den klugscheißenden Hexer, singen. Besser als einfältig. Klugscheißer leben länger. Anderes Thema. Habe ich's richtig gesehen? Der Junge war... Ja, einer von uns. Muss bei seiner Prüfung ertrunken sein. Die Neblinge haben sich seine Stimme und sein Aussehen gemerkt. Reizend. Verschwinden wir von hier. Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich wollte sowieso nicht herkommen. Lambert, es reicht. Knochen. Pulverisiert. Speerspitze war nie besonders gastfreundlich. Verdammt. Zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Wesemir. Bereit? Du Fettwanst!
Eins, zwei, drei. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Wand wirkt nicht sehr stabil. Art vielleicht? Sicher, um Speerspitze aufzuwecken. Wir müssen leise sein. Ich kann auf eine Begrüßung von Speerspitze verzichten. Hör auf, so herumzutrampeln. Entspann dich, bin bloß ausgerutscht. Was? Ich hab was im Auge. Ist wohl ein Splitter. Hoffentlich kein Spiegelsplitter. Das würde dich noch gemeiner machen. Haha. Puh, hier stinkt's nach Moder. Was hast du erwartet? Veilchenduft? Das wär mal was. Ach, wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. Viel zum Überraschungsmoment. Mir doch egal, ich komme auch so zurecht. Komm schon. Hast mich vermisst, Hurensohn? Wirst du es überleben? Denke schon. Verschwinden wir von hier. Warte. Das ist für Voltaire, du Hurensohn. Voltaire? Wer ist das? Schon vergessen? Kleiner Kerl, Narbe auf der Wange. Genau da. Oh, jetzt erinnere ich mich. Ja, mehr können wir nicht tun. Hat es nie hier rausgeschafft. Gehen wir.
Schön, wieder draußen zu sein. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Wir sollten vorsichtig sein. Das ist ihr Gebiet. Wegen ein paar Trollen machst du dir in die Hose? Früher war ich auch mal ein Abenteurer. Doch dann bekam ich eine Mistgabel in den Bauch. Von einem Bauernkind, keinem Troll. Wäre fast gestorben. Komm schon. Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Höchst ungewöhnlich für einen Troll. Hexersöhn, ich geh weiter. Halt! Halt! Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg! Ja. Dieses ist ein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Hexer sind ein Sagen, aber zwei tun. Manchmal tun auch drei. Ja, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel, oder ich zermalme euch. Verstanden? Das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. Steine werfen wir, ihr nicht gehen mehr. Hexer sind verstanden. Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören wir müssen. Trolls nicht gehen zum Burg von Hexersen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Lass mich reden. Du verstehst genauso viel vom Verhandeln wie die von Grammatik. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen auch eure Steine nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Troll werfen Stein. Hexersen nicht hauen zurück. Nur Brabbel, Brabbel. Hexer, gut. Dumm Troll, du. Hexersen Monster töten. Trollsen sein Monsters. Ja, wahre Sache. Wir machen so. Ihr lassen Schafprügelstock da, dann ihr gehen. Nein sagen, wir kaputt hauen. Gut, wir lassen unsere Schwerter hier und sammeln sie auf dem Rückweg ein. Wir nicht sie wollen. Metall, pfui, sticht im Mund. Geht's noch? Halt die Klappe und tu's einfach. Ich glaube, du hast deine Berufung verfehlt. Soweit ich mich an Papa Wesemirs Lektion erinnere, töten Hexermonster. Dein Gedächtnis ist für'n Arsch. Sie töten nur gefährliche Monster. Sie haben mit Steinen nach uns geworfen, Geralt. Heul dich nachher bei Eskel aus. Nur noch ein paar Schritte und wir sind da. Da schnauft jemand aber ganz schön. Bist wohl nicht mehr in Form? Nee, nur verkatert. Hast du dir wieder mit Eskel die Kante gegeben? Nein, ganz allein.
Endlich. Geschafft. Was du nicht sagst. Mann. Sieht toll aus. Wir können später den Anblick genießen. Klar. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Wie ging das nochmal? Wasser, dann Erde, dann Luft. Geralt? Geralt? Alles klar. Das Phylakterium ist an seinem Platz. Jetzt müssen wir warten. Die Fiole absorbiert die Kraft der Elemente. Und wir gönnen uns eine Verschnaufpause. Also, wie bist du nach der Prüfung des Medaillons mit den Trollen fertig geworden? Mal überlegen. Ah ja, mit Axi. Ich musste aber nur an einem Troll vorbeikommen. Die anderen beiden waren beschäftigt. Ja, Axi. Sehr nützlich. Hat mir erst neulich mein Leben gerettet. Ich wittere eine interessante Geschichte. Eine der besten. Ein paar Wegelagerer hatten mich aufgehalten. Der eine richtete seinen Bogen auf mich, der andere durchwühlte meine Tasche. Hab den mit dem Bogen dazu gebracht, seinen Freund zu erschießen und sich dann zu erhängen. Du hättest sie nicht töten müssen. Ich konnte aber. Also tat ich es. Zwei Hurensöhne weniger. Sag mal, warst du schon immer so ein zynischer Bastard? Nein. Ich war bezaubernd, bevor mich Wesemir nach Kaer Morhen gebracht hat. Du denkst, es ist so schlimm, ein Hexer zu sein? Ich hätte noch jemand Schlimmeres werden können. Leider hatte ich keine Wahl. Es war unser Schicksal. Schicksal? Ich erzähl dir mal was von Schicksal. Mein Vater war ein Säufer. Hat sich einen hinter die Binde gekippt, dann mich und meine Mutter blutig geprügelt. Wir haben jede Nacht um seinen Tod gebetet. Eines Tages wurden unsere Gebete fast erhört. Vater hat sich auf dem Heimweg von der Taverne verlaufen. Ist direkt in ein Neckarnest gelaufen. Doch ein Hexer hat ihm geholfen. Weißt du, was er im Gegenzug wollte? Bring mir das Erste, was du zu Hause siehst. Mein Leben für das Leben dieses Arsches. Ich sage, fick dich, Schicksal. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Falls du dich nochmal wunderst, warum ich so verbittert bin, jetzt weißt du's. Na schön, genug gejammert. Verschwinden wir von hier. Wir brauchen die Schwerter. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Mann ohne Arme. Natürlich, Bruder. Hexer nehmen ihre spitzen Stöcke auf den Rücken und gehen nach Hause. Keine Sorge, du musst uns nicht überzeugen. Komm, Geralt, gehen wir. Gut, gehen wir zurück. Nach dir, mein Herr.
lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Geralt, schön, dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Es geht um eine Hexerrüstung. Leb wohl. Danke für die Hilfe, Geralt. Wir hätten den Bastard. Kein Nachlass. War auf die Kralle. Die Passiflora ist Novigrads bekanntestes Bordell. Aber es ist auch. Grüß dich, Apeher. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? Bis dann. Das ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Oh, der ist ja so hübsch, dass er die Hände nicht von sich lassen kann. Lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der
Das müssen Eskels Spuren sein. Sonst hat in letzter Zeit niemand die Festung verlassen. Sein Pferd. Fußspuren. Wie hieß es noch? Und Hufspuren. Eine Zinke hier. Interessant. Eskels Lager. Er hat sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Endstation. Toll. Ich könnte der Nase nachgehen. Eskel kann ich nicht riechen, aber die Ziege muss nur eine Geruchsprobe finden. Rindenstückchen. Offenbar hat Eskels Ziege sich am Baum gescheuert. Ein Knäuel Ziegenhaar. Puh, es stinkt. Eskels Spuren. Die Nase irrt sich nicht. Die hat sich nicht selbst hier angepflockt. Sie ist ein Gabelschwanzköder und offenbar auch ein Hexerköder.